Er ist sowas wie Deutschlands bekanntester Schriftsteller geworden. Meine Damen und Herren, hier sind Thomas Anders und Dieter Bohlen, Modern Talking. Die Superstars. Mein Gott, was habt ihr für einen Stress gehabt? Sag mir nur ganz kurz, Thomas, wärst du auch gerne in dieser Jury gewesen? Och, es hat schon sehr Spaß gemacht zuzugucken, ne? Das muss man fairerweise sagen. Du bist doch, wenn ich das recht erinnere, als 10-Jähriger selber mal gecastet worden. Ja, damals nannte man es nicht Casting, sondern Talentsuche. Also Talentwettbewerb, so war das. Das war damals bei RTL, muss man fairerweise sagen. Rundfunk damals noch. Ja, und so fing das bei mir an. Und dann hatten wir das richtige Händchen damals. Du warst 10 Jahre alt und wir haben schon getippt auf den, der kann das. Ja. Na bitte. Aber Dieter, du guckst dich hier überall um. Ich nehme an, du suchst dir gerade eine neue Freundin aus. Ich denke, du bist treu geworden. Ja, total. Also ich habe mein Leben total umgekrempelt. Bin nur noch am Arbeiten, hab keine Augen mehr für andere Mädchen und so. Ja! Das ist einfach so. Dieter, dieser super Erfolg von Superstars, hast du den vorher gesehen? Hast du da von Anfang an dran geglaubt? Das klingt immer so arrogant, wenn man jetzt sagt, wenn man die Wahrheit sagt. Ich habe da natürlich dran geglaubt, weil sonst hätte ich da nicht mitgemacht. Ich habe das eigentlich alles so kommen sehen, auch jetzt Alexander, der ist gleich von 0 auf 1 gegangen, unser Album ist von 0 auf 1 gegangen, also ich glaube einfach, das war was, was die Leute wollten und man hat das im Ausland eben auch schon gesehen, in England, Amerika, überall war das erfolgreich und ich glaube schon, dass das, wenn das in so vielen Ländern funktioniert, dass das dann natürlich, warum soll das in Deutschland nicht funktionieren? Jetzt stell dir mal vor, du wärst noch kein bekannter Sänger und du hättest irgendwann in Belgien oder in Frankreich in den nächsten Wochen einen solchen Vorsingwettbewerb. Wärst du da unter die ersten 1000 gekommen? Ja, ich bestimmt nicht. Also da bin ich mir ganz sicher. Das heißt, man könnte all denen einen kleinen Trost mit auf den Weg geben, die nicht gewonnen haben. Sag doch mal was zu den Zehntausenden von Menschen, die ihre Hoffnung begraben haben mit diesem Wettbewerb. Nein, haben sie nicht. Also weil wir werden jetzt ab Oktober, glaube ich, wieder casten. Und es gibt immer eine zweite Chance, sage ich mal, im Leben oder eine dritte oder eine vierte. Und als ich zum Beispiel einfach gemerkt habe, mit meiner Singerei, das klappt nicht so, da muss man eben Ausschau halten nach irgendjemandem, der einem hilft. Und damals habe ich eben diesen Mann aus Koblenz gefunden und der hat mir seitdem geholfen. Habe ich ihm geholfen, bravo! So einfach ist das. Wir haben uns Folgendes gedacht. Seit es, verstehen Sie, Spaß gibt, machen wir im Europapark immer diesen wunderbaren Karaoke-Wettbewerb. Wir laden Menschen ein und sagen, wollt ihr nicht mal zeigen, welches Talent ihr habt? Aber das Schlimme ist, die wissen gar nicht, dass wir sie heimlich fotografieren. Das ist ja der Sinn einer versteckten Kamera. Und vielleicht, Thomas, weil er ja so Jury-erfahren ist, darf ich Sie jetzt bitten, sich ein neues Talent auszuwählen. Dann schauen wir mal. Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre, oh, oh, Sierra. Aber Marie, hoch über Sternenzell, breite deine Mäntel aus, weiter überall. I don't need a prayer, but I think on the word someday you go blow on your face, a big disgrace, when you are by all over the place. Munternde Worte, Thomas, für diese Talente. Ja, ich meine, man muss vielleicht wirklich sagen, und da sollten wir einen riesen Applaus machen, dass diese Menschen diesen Mut haben, dorthin zu gehen. Das ist ja auch schon sehr viel wert. Also, wir haben natürlich keinen Mut, wenn ich jetzt Modern Talking darum bitte, hinter die Bühne zu gehen, denn wir warten auf den neuen Titel. Was haben wir gehört? Alles Nummer 1, Nummer 1, Nummer 1. Am Montag kommt das neue Album raus. Es heißt wie? Universe. Sag mal, was soll das denn? Wusstest du das nicht? Ja, ich mache jetzt so viele Sachen, dass ich leicht immer ein bisschen durcheinander bin. Also, schöne Grüße. Du warst heute Abend in der Sendung, verstehen Sie, Spaß. Du musst gleich noch mit ihm singen, ja? Und er sagt dir schnell auf dem Weg nach hinten, wie das Lied heißt. Dieter Bohlen, Dankeschön. Tschüss.